Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen weiter und ihr seid am Start. Das freut mich natürlich sehr. Danke für die Unterstützung bis hierhin. Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da. Einfach eine Bewertung da lassen für das Video, wenn euch das Ganze gefällt. Wir sind hier immer noch in dem Gebiet. Ich wollte eigentlich auch gerade mal hier zurücklaufen. Und wurde dann wieder hier vorne weggesniped. Denn mir ging so nach der letzten Folge durch den Kopf, dass wir ja jetzt einen neuen Speicherpunkt gefunden haben und jetzt eigentlich auch mal theoretisch durch das Portal gehen könnten, was wir gefunden haben. Hier unten wäre, hier unten ist bestimmt auch noch irgendwas. Ja. So, wo haben sie mich weggesniped? Wo ist denn meine, wo sind denn meine Seelen jetzt? Ach, da vorne. So. Also. Hier waren wir auch noch nicht. Das Portal war, glaube ich, da drüben, oder? Hier waren wir aber auch noch nicht. Was geht denn hier ab, ja? Oh shit. Das ist ein Baum. Das ist ein Baumtyp. Ist er tot? Nee, das ist kein Baumtyp. Vorsicht, gut nachdenken. Boah, das verunsichert mich jetzt. Okay. Ist der Typ runtergefallen oder wie ist der gestorben? Kann man den irgendwie wiederbeleben, wenn man vielleicht alle Feuer anzieht? Alter, ich hab Blackscreen kurz bei mir. Ah, komm! Alter! Mann! So eine Scheiße, der scheiß Monitor, ey. Einfach Blackscreen, Alter, weil er da irgendwas umgeschaltet hat, wieder den Modus, irgendwas. Dreck da, ey! Ja, komisch. Keine Ahnung, was man da machen muss. Vielleicht ist es ja wirklich das Aktivieren, ne? Kann ja sein. Hier oben waren wir auch noch nicht. Was ist hier oben denn noch? Schönes. Noch ein paar Items. Blüten voraus. Okay. Okay. Oh, scheiße. Boah. Nicht, dass der Blitz mich jetzt wegballert. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Was wir auch mal machen können, nochmal zur Tafelrunde gehen. Und da auch mal checken, ob da irgendwie was Neues passiert ist. Ist ja eigentlich quasi wie das Hub. Wir haben ja schon einige Figuren getroffen in der Mitte, also in der Zwischenzeit. Ach so, wow, so. Das hat nicht viel gebracht. Hier vorne ist nämlich der Speicherpunkt, den wir erobert haben. Das hat eigentlich gar nichts gebracht. Das hätte man am Anfang machen können, dann hätte das irgendwie einen Vorteil gehabt, vielleicht. Also. So nicht wirklich. Und wie gesagt, die fangen schon wieder an zu tanzen. So. Kriegsasche-Duell. Okay. Warum dancen die schon wieder? Na, mein Gott. Ja, warum nicht gleich so? Warum gehst du denn unter den Scheißstein? Die gucken dorthin? Die gucken aber in die Richtung. Ach, Junge. Ich hasse es. Ich kann mich nicht mal bewegen und werde getötet. Ich hasse sowas, meine Fresse, Alter. Schon davor. 35 Attacken hintereinander, ey. Ohne dass ich mich irgendwie bewegen kann oder irgendwie verteidigen kann.
Dann die Ladezeit oben drauf. Oh, direkt schon auf 180 war bei dem Game. Junge, Alter. Direkt den Monitor umboxen, ist eh kaputt, Alter. Das war schon der Triggerpunkt Nummer 1, Freunde. Ruhig jetzt, ruhig. Das ist der erste Anfang der Folge. Alles gut. Ein bisschen Spaß muss sein, Freunde. Eigentlich will ich nur, dass die Jungs mich hier einladen, hier ein bisschen zu jammen, Alter. Ein bisschen zu tanzen, ey. Ich wäre dabei. Ich will mittanzen, ja. Warum nicht? Vor allem, warum beobachten die Drecksratten nicht? Weißt du? Oh yeah! Oh, für die Situation wurde der gekauft. Der Zauber. Bester Angriff von mir, oder? Sagt ihr? Ja. Heilung komplett unnötig eigentlich. Vorhin sterben bei den Drecksratten auch unnötig. Dahin ist noch so ein roter Käfer. Ich frag mich, was das alles hier sein soll. Ist es deren Valhalla oder was bedeutet das alles? Auf jeden Fall beschützen die. Okay, juckt ihn absolut gar nicht. Kommt. Okay. So. Pelzgamaschen, jawoll. Wieso ist da vorne ein Item? Gibt's hier unsichtbare Pfade? Wie in der Kristallhöhle in Dark Souls 1 oder was? Oder wie kommen wir da rüber? Muss man sich von oben runterdroppen lassen? Fragen über Fragen mal wieder. Ach, Junge. Ohne Witz, diese Pfeiltypen, die fucken so hart ab von dieser Drecksbande, Alter. Er sieht mich nicht mal und ballert trotzdem noch weiter auf mich. Okay. Warum ging das jetzt nicht in der Hocke? Weil ich dann ungeschoren nach vorne gekommen bin? Oh, oh. Wieso kann ich nicht rollen? Ich kann nicht rollen, diese scheiß Anzeige! Wieso kannst du während die Anzeige ist nicht rollen? Was ist das? Jetzt habe ich auch nicht gelesen, weil es mich so verwirrt hat. Irgendwo ist irgendwas aufgetaucht. Was ist hier? Okay, so. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Und es stand, irgendwo sammeln sich Kräfte in den Überresten eines Horns. Horns, glaube ich. Ich würde sagen, wie ich schon meinte, war der Typ wahrscheinlich. Checken wir es mal ab. Aber From Software, wirklich, jetzt mal Real Talk. Du wirst attackiert von Leuten, dann kriegst du eine Anzeige, die du nicht wegdrücken kannst. Und kannst du dich rollen in dem Moment? Das sind so Sachen, das weiß nicht. Das triggert, wenn man sowieso hart getriggert ist schon. Hart angespannt. So, jetzt ist er jetzt ein Bossfight? Ah, der lebt ja gar nicht. Hat sich da gar nichts geändert, oder? Ist er das überhaupt? Doch. Okay. Trauer voraus. Was geht denn jetzt ab? Ich hab dir doch geholfen. Und jetzt schickst du mich in den Bossfight? Wahrscheinlich wird es wieder ein Bossfight sein. Den ich wieder verliere. Oh, scheiße. Oh, hohoho. Okay, geil sieht es aus. Schön, attackieren ihn von hier hinten, genau. Boah, Alter. Oh, shit. Oh. Aber Schaden mache ich, okay. Guten Schaden. Ja, doch. Der sieht aber mega krass aus, oder? Hier die Arena auch.
Der erinnert mich an wie heißt der Film nochmal? Ich komme nicht drauf. Ich muss mich konzentrieren. Vergift ihn, vergift ihn! Das sieht mega geil aus. Ey, ich hab dich doch quasi wiederbelebt und das ist dein Dank? Oh, die Musik auch, oder? Richtig schön. Ja, natürlich. Scheiße, das Feuer, das blaue Feuer. Okay. Ja. Ja, das kann schnell passieren bei so Feuerzeug. Wenn du da das Schild oben lässt, nicht ahnt, dass du getroffen werden kannst, dann wirst du geblockt oder verlierst die Haltung, dann wirst du durchgebraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, ja. Ist die Qualle die beste Lösung? Oder meine Wolfsfreunde? Was habe ich denn noch? Blitz? Den kann ich aber schaffen. Vom Schaden her sah das eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Ja. Ey, die werden den Unterschied machen, Freunde. Die Messer machen den Unterschied. Wartet. Wartet ab, ich sag's euch, wie es ist. Die werden den Unterschied machen. Was? Da hinten nicht? Aufgepasst! Messer Nummer 1! 25 Schaden, weißt Bescheid. Und jetzt nach vorne! Oh. Sind die Jungs schon tot? Wo seid ihr? Boah, die Musik ist irgendwie voll schön, ey. Ja, alle tot. Deswegen hatte ich eigentlich die Qualle. Also ich meine, gut, deswegen dachte ich, die Qualle wäre ganz gut, aber die hat gerade gar nicht so viel gemacht. Ja. Aber da würde man ja denken, die würde über das Feuer auf dem Boden drüber fliegen, weißt du? Aber. Ja. Scheiße, 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 aufpassen. Ruhig, ruhig, Kleiner. Ja, ja, ja. Ruhig, ruhig, ruhig. Zwei. Drei, nach vorne. Und dann am besten den ersten Schlag erstmal komplett daneben setzen. Der Plan ist, hat funktioniert auf jeden Fall. Ja! Oh, oh. Double Drink! Da vorne! Oh, genau da rein, ey! Letzte Flash. Eins, zwei und drei. Okay. Das ist natürlich, jetzt hat es natürlich nicht funktioniert. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich könnte es schaffen, aber irgendwie. Auch nicht. Doch, ich kann es eigentlich. Eigentlich kann ich es jetzt schaffen. Ich kann es schaffen. Ach, Mann. Ach, schön die Nase wieder zu. Alter, Allergie kickt auch wieder rein. Und da fragt man sich, warum ist der so akkurat drauf, der Junge? Tja. Weiß ich auch nicht. So, Blitz rein. Die Qualle rein. Komm, einen Versuch gebe ich mir noch. Bei dem.
Haben noch irgendwas anderes? Nö, eigentlich nicht. Blitz, ob Blitz gut ist gegen den? Keine Ahnung, ist schwer abzuschätzen gerne. Ich sollte mir mal angewöhnen, eher am Tor zu sterben, damit ich meine Dings wieder leichter einsammeln kann. Musik ist echt schön, ey. Ach, scheiße, es ist... Vergifte die Sau doch, ey. So, Blitz-Attack. Komm her. Scheiße, das Feuer und schon ist er weg. Macht das viel mehr Schaden? Nicht wirklich, oder? Schön Schattenboxen, jawohl. Kurz vorgeführt, wie die Schläge gehen. Theorie wurde abgeschlossen. Theorie, Praxis. Theorieprüfung meine ich natürlich. Praxis folgt jetzt. Ey, macht auch nicht wirklich viel mehr Schaden. Beruhig dich doch! Du elender Esel, Alter! Ey, komm. Ach, Mann, es ist zum Kotzen, wirklich. Es ist so zum Kotzen, Alter. Es ist so zum Kotzen, wirklich, ohne Scheiß. Boah, meine Nase, wartet kurz. Okay. Achso. Eigentlich wollte ich jetzt nur 3 Versuche machen, aber... Es ist so frustrierend, jetzt wieder abzuziehen, bei wieder einem Boss. Es ist so nervig, ohne Scheiß. Es ist so nervig, es fuckt mich über mich selber ab, ne? Ich muss ihn noch einmal probieren. Ich bin auch safe 100% nicht den normalen Weg gegangen, so wie das vorgesehen war. Bestimmt hätte ich nach Godric einfach ganz locker easy das andere Schloss machen können, wo wir schon waren. Die waren ja jetzt auch nicht so stark. Und dann wäre ich jetzt an der Stelle schon viel krass stärker, ey. Also teilweise ist es ganz gut, den nicht anzuvisieren, aber teilweise verliere ich dann auch ein bisschen die Übersicht, wisst ihr? Das ist so eine Mischung, ey. Ja. Also die Qualle hat gar nichts gemacht. Ja, wo geht der Schlag hin, der zweite? Komm her, du Sau, du, ich mach dich platt. Schauen wir mal, ob wir dich vergiften können. Wo geht der Schlag? Wo geht der Schlag? Wie der letzte Anfänger! Du, nee, du, ey, das kannst du dir doch nicht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie der letzte Anfänger, ey. Ja, zum Vergiften sollte ich den auch mal öfters treffen, vielleicht. So. Ich brauche jetzt auch nicht die Seelen einsammeln, das wird der letzte Versuch. Wenn ich jetzt sterbe, dann sind die eh weg. Schön reingerollt, perfekt. Aber das ist die erste Flasche erst. Wenn ich jetzt... Ey, sag mal, wie kann man so blöd... Ich reg mich selber gerade über mich selbst auf, wa? Und das zu Recht. Verschließt er mir wieder den Weg? Ich lebe. Roll! Weg, weg, weg! Uah. Jetzt macht er die Scheiße wieder.
Sau. Saugesicht, du, ey. Jawohl, nochmal zwei Schläge ins Nichts. Damit die Luft auch weiß, wer hier der Boss ist. Oh. Gute Schläge, gute Schläge. Fünf Flaschen noch. Ich wollte gerade sagen, mach keinen Scheiß und roll zum dritten Mal in sein Geweih hinein. Und nochmal. Jawohl. Wenn schon, denn schon, Freunde. Komm noch her, ey. Du Sackgesicht. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Schön, schön. Weg. Ah, Mist. Aufstehen, weitermachen. Komm, noch mal. Noch eine Flasche, scheiß drauf. Wir haben's. Ruhig, 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 ruhig. Hände schwitzen. Eins, zwei. Jawohl, und... Ah, diesmal hat das direkt gemacht, du Sau, ey. Oh, ja! Ey, Freunde. Was willst du da machen? Guck mal, er macht die ganze Zeit zwei Schläge. Ha? Die ganze Zeit macht er zwei Schläge. Also diese, die ganze Zeit in diesem Versuch hat er zwei Schläge gemacht. Und jetzt, wo er mich gebrochen hat, macht er natürlich den dritten und fickt mich komplett weg. Er ist machbar, aber ich sag euch ganz ehrlich, jetzt der vierte Versuch, ich hab jetzt auch keinen Bock mehr. Sorry, ich bin, es tut mir leid, boah, ich muss ehrlich sagen, ich merke selber, ich bin sehr, sehr nörglerisch hier, die Folge, aber irgendwie ist es gerade so, ich kann nichts machen. Wisst ihr aber warum? Weil ich selber über meinen eigenen Skill enttäuscht bin. Das ist nämlich die Wahrheit. Nicht wegen dem Spiel oder sowas, ach Quatsch, wegen dem Spiel nicht. Außer, wie gesagt, der Punkt vorhin mit dem Wegrollen, aber das war ein Ding von 3 Sekunden, da war das schon vorbei, aber eher wegen meinem Skill gerade aktuell. Muss ich ganz ehrlich sagen, das fuckt mich am meisten ab. Das fuckt mich wirklich ab. Der ist machbar, aber irgendwie bin ich gebrochen. Irgendwie bin ich die Folge gebrochen, Alter. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Es hat schon irgendwie schlecht angefangen. Schon als ich den Part beginnen wollte, wurde ich einfach so weggesnappt. Wie gesagt, was ich euch ja erzählt habe, das hat mich schon getriggert. Ach man, ich beruhige mich jetzt. Wie gesagt, am Spiel liegt es nicht. Es ist echt ein geiles Game. Es ist eher, dass ich jetzt an dem scheiß Kackhaufen gescheitert bin. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, wofür die sind. Wenn ich die jetzt hier töte, random, dann kriege ich meine Flaschen zurück, oder was? Oder wie ist das? Heiliger Bimmern, die hauen aber auch rein. Boah, Alter! Ja. Machst du jetzt hier auf, das ist doch... Kann man verstehen, dass einen das so triggert, diese kleinen Wichser? Kann man das wenigstens verstehen? Ihr seht es ja, auch die Leute, die es nicht spielen, man sieht es doch, die fangen so ab, Alter. Die tun so, als wenn sie Sorbolas. Aber sind sie nicht. So, hier ist auch noch was. Keine Sorge, wir machen die Bosse. Wir machen alle Bosse, die wir schon gesehen haben, machen wir natürlich. Früher oder später werde ich zurückkehren und die komplett auseinandernehmen. Der wäre jetzt, der theoretisch, der Hirsch, der wäre jetzt 100% möglich. 100% hat man ja gesehen. Viel hat nicht mehr gefehlt, aber dann... Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin selber genervt von meinem eigenen Skill. Wie oft bin ich ins Scheißgeweih reingerollt? Wie oft? Dreimal? Viermal? Da fragst du dich dann auch selber irgendwann, was machst du eigentlich für eine Scheiße? Was machst du selber eigentlich für eine Scheiße? Da wunderst du dich, dass du stirbst. Weißt du? Ach, guck mal, hier ist ja auch noch so ein Speicherpunkt. Das ist halt so der Punkt, wisst ihr? Ach, Mann, ja. Aber kennt man, glaube ich, oder? Kennt man. Cool, ich kann nicht mal aufstehen, da greift er schon wieder an. Ich kann nicht mal aufstehen, da greift er schon wieder an. Seht ihr das jetzt? Werde ich da zurückgesetzt oder woanders? Ich kann nicht mal aufstehen und werde schon wieder angegriffen. Das war doch, war das früher auch so bei anderen Souls-Spielen? Also ich drücke ja die ganze Zeit Kreis, 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 beziehungsweise auf Xbox BBB, dass du schnell wegrollst, irgendwie aufstehst, ne? Aber ich werde einfach direkt schon nochmal auf dem Boden, wird nochmal auf mich eingetreten. Okay. Wo werde ich jetzt rausgeschmissen? Zählt es schon, wenn man das nur aktiviert hat, oder muss man da... Muss man... Ne, zählt. Okay.
Warte. Nein, passt schon. Bin ich gefrustet jetzt? Vor allen Dingen muss man sich auch mal reinziehen. Alle Fette, alle Feuerzeug und dies was, Ananas, alle... Krass, was ist das denn hier? Born Talisman der Klarheit. Also alle Sachen, die mein Schwert verzaubern kann, ich habe die alle an Bossen schon verschwendet und alle an Bossen, die ich dann auch nicht besiegt habe. Den Typ in den Katakomben habe ich super viel verschwendet, jetzt an dem Typen verschwendet. An dem anderen Typen da in den Bergen oder sowas habe ich, glaube ich, auch ein, zwei Sachen verschwendet. Wo diese Fledermäuse-Bande war. Alles nichts gemacht. So, gegen... Erhöht den Fokus. Ein Accessoire der Anhänger erhöht den Fokus. Der Fokus bestimmt die Resistenz gegen Schlaf und Wahnsinn. Achso. Brüllen? Was ist das denn hier? Achso, ja. Erhöht die Kraft einer Angriffsserie. Ja, komm, wir haben noch einen gekauft extra. Ich hab doch einen gekauft, oder nicht? Ich hab doch bei dem Händler einen gekauft. Steinschwertschlüssel ist doch da. Oder was steht da? Oder? Steinschwertschlüssel nutzen. Nicht genug Steinschwertschlüssel. Ja, aber sag mir doch mal wenigstens, wie viele ich brauche, oder? Steht das hier irgendwo? Okay. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich werde ich verarscht gerade, ja. Das denke ich mir auch gerade. Was ist die Frage, ja? Wo bin ich denn jetzt hier? Kann man jetzt theoretisch auf die Oberkarte wechseln? Oder ist das die Oberkarte nur... ein Teil? Ich verstehe es nicht. Kann die Map auch gerade überhaupt gar nicht lesen. Ne? Also die Map sieht irgendwie voll schön aus, aber irgendwie auch so undetailliert. Puh, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viel ich brauche jetzt. Na, super. Jetzt sind wir hier auch in der Sackgasse, ne? Theoretisch, jetzt geht's hier erstmal nicht weiter. Bis wir einen weiteren Schlüssel geholt haben. Und der kostet aber 3000. Wie viel habe ich denn jetzt? Habe ich noch Runen gefunden? Wow, cool. Rune 4. Ich weiß auch nicht, ob das reichen würde. Wenn wir uns jetzt noch einen Stein holen, ein Steinschwert holen. Geh nach Hause, Junge. Macht es jetzt Sinn? Ich würde schon gerne sehen, was da oben ist. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, mach den Boss, dann hast du genug sehen. Ja. Recht habt ihr ja. Kieferknochenaxt. Ah, ne, die habe ich glaube ich schon. Okay. Okay. Goldene Rune. Schön, wie das Blut spratzt, ey. Das glaube ich nur 200 lang, ey. Knapp 500 noch. Kommt doch.
was ist denn hier los, Alter? Wo kommen die her? Noch eine goldene Rune. Mein Gott. So. Gut, dann gehen wir dort kurz einkaufen. Ja. Das waren noch 3000, oder? Ja, ich glaube schon. Was geht, Krabbenmann? Was macht das auch für Schaden, Mann? Wo bin ich hier? Zum Teufel nochmal. Ich werde nur weggesniped. Was soll denn das, Mensch? Kommst du runter? Alter, diesmal so, ja? Los geht's, los geht's. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange die Folge schon geht. So. Was mache, aber was ich jetzt mache, wenn zwei nicht reichen, dann habe ich auch keine Ahnung. Und irgendwie denke ich mir, zwei oder drei vielleicht sogar für einen Fahrstuhl verschwenden. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist auch gerade, was ich hier mache. Keine Ahnung, ob es voll dumm ist. Weil man von oben sowieso irgendwie dann den Fahrstuhl findet und dann nach unten kommt, weißt du? Und dann von der anderen Seite das Level rangeht. Kann auch sein, ne? Good customer. Ach, 2000 war das nur. Scheiße. Jetzt ist natürlich. Jetzt ist doppelt scheiße, weißt du? Jetzt ist doppelt scheiße. Jetzt bist du kurz davor. Ach, irgendwas verkaufen, ne? Jetzt bist du nämlich kurz davor, das andere Zeug auch zu finden. Zu holen. Wovon habe ich denn richtig viel? Wovon habe ich denn richtig viel hiervon? Wie viel brauche ich denn? Komm. Kaufen. Oh! Goodbye. So, goodbye. So, jetzt will ich aber wissen, was da jetzt ist. Frustrierende Folge vorne. Ich sag euch, wie es ist. Gefrustet gehe ich aus dieser Folge gleich. So oder so. So oder so. Der Frust ist real, ey. Über den eigenen Skill, nicht übers Spiel. Ach, jeder Kopf einen, okay. Beruhigt euch doch. Was ist denn los? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ist doch alles easy. Also, man kann auch sagen, was man will, wa? Der Style Award geht mal wieder an mich, ja. Ich wette mit euch, das ist einfach. Ich komme jetzt bestimmt irgendwo raus, wo man später sowieso von der anderen Seite, also von der Oberfläche herangekommen wäre oder sowas. Ailet? Ach du Scheiße. Ja. Ja. Ach ja, ja. Oh Gott, ich habe zwei Steinschlüssel
Schwert, der damit verschwindet. Zwei Stück. Ich bin wieder im Bloodborne, ey. Cool. Cool, yo. Mega. Mega Gil, mega Gil. Ach du heiliger Bimbam. Soll ich mir kurz die Schnauze einschlagen lassen von denen? Ja, habt ihr da Bock drauf, dass ich schon mal kurz verkloppt werde von jemandem? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie wenig Schaden ich gemacht habe? Okay, das ging eigentlich. Du bist ja ein Loser, Alter. Du bist ja ein Loser. Nein, Spaß. Das war ein Scherz. Das war doch einfach nur ein Scherz. Boah, ist der wild. Habt ihr gesehen, was der für eine Lebensleiste hat? Habt ihr das gesehen? Hier sollten wir nicht sein. Hier sollten wir nicht sein. Hat sich das gelohnt, die zwei Steinschwerter-Dinger da reinzuballern? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Egal. Ich werde mir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal überlegen, was wir machen. Jetzt haben wir wieder vier Bosse vor uns. Vier Bosse könnte man theoretisch platt machen und ein komplettes Gebiet, was wir schon gesehen haben. Und ich glaube, ich mache das auch. Ich glaube, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, das sollte safe machbar sein. Auch selbst für mich, mittlerweile muss man ehrlich sagen, selbst für mich sollte es machbar sein. Da gehen wir, glaube ich, beim nächsten Mal voran. Ja. Ja, machen wir es so. Okay? Alles klar. Oder dann haben wir wenigstens ein Ziel vor uns. Wo ich da wieder reinstolpern kann, quasi mit meinem krassen Skill. Naja, gut, Freunde. Danke fürs Zusehen. Wie gesagt, verzeiht mir, dass das ein bisschen salty war, die Folge, aber naja, egal. Beim nächsten Mal wieder mit voller Motivation. Also, haut rein. Tschüss.